Moin Leute, ich bin das Lava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Division. Und zwar in dem Video geht es jetzt um die AUG A3 Para XS. Diese Waffe bekommt jeder mit den gleichen Stats, die ich hier auch habe. Deswegen ist auch ein Video dazu entstanden, beziehungsweise ein Review zu dieser Waffe. Weil jeder kann die gleich, also exakt die gleiche Waffe ergattern, wie ich die hier auch euch vorstelle. Und dafür müsst ihr relativ wenig tun, beziehungsweise so gut wie gar nichts. Ihr könnt sie einfach ganz normal in der Operationsbasis erwerben. Und hier in dem Video wird es darum gehen, warum ihr definitiv bei dieser Waffe zuschlagen solltet, beziehungsweise was diese Waffe gut macht, dass man sie auch definitiv kaufen sollte. Hier sehen wir das Ganze, hier bin ich in der Operationsbasis und zwar beim Spezialausstattungshändler. Das Ding kostet 814 Phoenix, hört sich erstmal viel an, ist aber weniger, als es tatsächlich klingt. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, jeder hat am Wochenende jetzt 150 Phoenix geschenkt bekommen. Das findet ihr unten beim Belohnungshändler. Dort könnt ihr dementsprechend auf diese Phoenix zugreifen. Die Waffe macht definitiv stark die Talente, die sie hat. Und zwar jeder bekommt sie mit den gleichen Talenten, wie sie jetzt hier bei mir aufgeführt sind. Zudem hat es auch, ist es eine 204er Waffe, also keine 182er, sondern die Stufe darauf. Als erstes Talent haben wir hier Brutal drauf. Brutal erhöht den Headshot Damage um 24,5%. Dieser Perk, also dieses Talent, ist der stärkste Damage Booster, den ihr überhaupt haben könnt, was Schaden angeht, weil darauf basiert dann auch die ganzen kritischen Headshots werden durch automatisch auch stärker, weil die Grundberechnungsbasis ist größer. Des Weiteren habt ihr hier Boshaft drauf. Die kritische Trefferchance wird bei voller Gesundheit um 13,5% erhöht. Viele meinen, dieser Perk ist schlecht, das kann ich aber jetzt nicht zustimmen aus dem einfachen Aspekt. Wenn ihr mit in einem guten Team spielt, was euch dementsprechend nonstop heilt, wenn ihr auch Überheilung besitzt, also dieses grüne Schild, was ihr habt, während euer Leben voll ist, zählt das ebenfalls als volles Leben. Solange das Überschild dann da ist, habt ihr diese 13,5% mehr Crit-Chance auf dieser Waffe drauf. Das weitere Talent ist sorgfältig. Sorgfältig sorgt dafür, dass ihr eine Chance habt von ca. 23,5%, dass das Magazin aufgefüllt wird. Es wird nicht sofort nachgeladen, nein, es wird aufgefüllt. Das heißt, die Munition kommt aus dem Nichts, also sie wird euch geschenkt und ihr erspart euch direkt eine Nachladesequenz. Die Nachladesequenz ist, glaube ich, ca. bei 2 Sekunden bei der AUG A3 Para X5. Und dementsprechend spart ihr euch die Zeit des Nachladens und ihr bekommt Kugeln geschenkt. Somit könnt ihr ungefähr rechnen, wenn ihr sehr viele Gegner killt, dass ihr nonstop quasi das Magazin wieder aufgefüllt wird. Vor allem auch in der Incursion habe ich diese Waffe ausprobiert und sie ist echt gut. Also sie ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das, der Coup an der ganzen Sache ist, ich besitze nicht mal Handschuhe, die den Damage von der AUG A3 Para XS boosten. Also ich habe keine MP-Schaden-Handschuhe. Und ich benutze hier Mods, die quasi nur zweitklassig sind, weil auf meiner AK sind meine Top-Mods drauf, also die höchsten Werte haben. Und auf der AUG habe ich gerade mal die zweitklassige Variante der verschiedenen Mods drauf. Und dennoch ist der DPS bei beiden Waffen fast identisch. Hätte ich jetzt noch Handschuhe drauf, die nochmal den Schaden von MPs boosten, wäre ich bestimmt bei ca. 285.000 DPS, wenn nicht sogar noch höher. Würde ich dann noch meine ganzen Top-Mods reinklatschen, wäre das Ding absolut Killer. Das ist wirklich eine Top-Waffe, die kann ich wirklich jedem empfehlen, vor allen Dingen auch für Leute, die noch keine MP gespielt haben. Hier habt ihr quasi ein perfektes Einsteigermodell, was wirklich grundwerttechnisch ideal ist. Hier seht ihr es nochmal, ich habe Sturmgewehr Schaden Plus und nicht MP Schaden Plus. Und dennoch hat die Waffe in meiner Variante dementsprechend so viel Schlagkraft bzw. sagt so viel aus und verursacht auch dementsprechend sehr viel Schaden. Dazu werde ich noch gleich mal ein paar kleine Clips zeigen, wie ich mit dieser Waffe spiele. Und ich werde sie nochmal im Schießstand jetzt hier gegenüberstellen. Und zwar mit meiner AK. Hier seht ihr das Ganze, das Magazin ist 50 Schuss hoch, also 50 Schuss groß. Somit habt ihr sogar mehr Schuss als in der Vektor, also nicht 40, sondern ihr habt 50 Schuss, die ihr erreichen könnt mit einem Magazin, was 100% mehr dementsprechend hier Magazingröße aufweist. Und wie gesagt, das Ding, hier seht ihr es, den Damage Output. Ich mache 170.000 Headshot Damage bei den voll aufgeladenen Striker, also mit dem Striker Bonus. Hier wechsle ich mal kurz auf meine AK.
Diese hat mehr Grundschaden eigentlich als die AUG und dennoch ist der Headshot Damage geringer. Der liegt bei 166.000 und bei der AUG ist er halt bei 170.000 aufwärts. Das ist der Headshot Damage. Zudem hat die AUG noch ein weiteres, also alle Maschinenpistolen haben noch ein weiteres Talent und zwar Crit Chance wird standardmäßig durch diese Waffe jetzt hier in dem Fall nicht so hoch, gerade mal bei 22,5%, da geht wesentlich mehr. Ich glaube bis zu 26% ist maximal rausholbar bei Crit Chance. Aber nichtsdestotrotz, die Waffe ist dennoch top, auch wenn sie jetzt in dem Bereich etwas schwächer ist. Und wie gesagt, jeder kann sich diese Waffe erkaufen. Also es ist nicht schwierig dabei, die Waffe zu erkaufen. Vor allem habt ihr eine komplette Woche Zeit. Der Reset findet erst nächste Woche am Samstag um 2 Uhr nachts statt. Das heißt, bis Freitag könnt ihr in der Regel komplett normal eure Phoenix farmen und dann solltet ihr dementsprechend auch so viel zusammenbekommen. Das Ganze sollte nicht allzu schwierig ausfallen, weil eine Challenge zu spielen, also eine Challenge-Mission zu spielen, ist extrem easy geworden und vor allen Dingen auch die Phoenix-Ausbeute ist ganz gut. Das erste Mal quasi in der täglichen kriegt ihr 50 und die darauffolgende Mal kriegt ihr 30. Falls ihr jetzt nicht unbedingt eine Challenge spielen wollt, wie russisches Konsulat oder zum Beispiel das Kraftwerk, dann könnt ihr auch direkt hier Lexington Event Center nehmen. Das geht am schnellsten von den ganzen Challenges und da bekommt ihr halt immer 30 Stück. Das heißt, ihr müsst das Ding quasi 20 Mal spielen plus die 150 Phoenix, die ihr geschenkt bekommt durch den Belohnungshändler dieses Wochenende. Also ihr solltet auf jeden Fall beim Belohnungshändler reingucken, da liegen nämlich 150 Phoenix für euch. Das sollte nochmal quasi ein weiterer Grund sein, euch definitiv diese Waffe anzuschaffen. Hier in dem Video sieht man sogar, ich als MP-Laie komme bestens mit dieser Waffe klar. Der Rückstoß ist wirklich leicht zu berechnen bzw. leicht gegenzusteuern und der Damage-Output ist wirklich gewaltig. Vor allen Dingen die Feuerfrequenz ist bei 725 Schüsse, die man pro Minute rausklatschen kann. Das sind jetzt im Vergleich zu meiner AK ca. 125 Schüsse pro Minute mehr. Das ist sage und schreibe mehr als ein Sechstel mehr Schüsse, die ich rausklatschen kann, bei der gleichen Damage-Anzahl bzw. bei noch mehr Schaden als mit meiner AK. Also das Ganze ist wirklich eine Top-Waffe, also ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr euch diese Waffe ergattert. So, das wäre es eigentlich schon an dieser Stelle. Ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video zu Division. Ciao, ciao.